Da sind wir auch schon wieder zurück bei Spellforce 3 Soul Harvest, wo wir im letzten Part den Händler aus dem Weg davor gerettet haben, auf ein Date mit einer absoluten Schreckschraube zu gehen. Die tarnt sich nämlich als Händlerin und als schöne Frau, ist aber, also ist es eigentlich im Prinzip auch, aber ist auch eine Dämonin, ja. Und die wollte ihn gerne verspeisen. Da ich schon ein ungutes Gefühl hatte, habe ich natürlich keine Sekunde verschwendet und wir konnten dem Schlimmsten vorbeugen. Warte mal. Ich möchte den Gottstein bitte benutzen. Jawohl. Nein, setz dich bitte. Nein. Oh Gott, MMM. Ich höre. So, ich seh's mir mal an. Wir müssen nämlich genau hier rauskommen und hier hinten weiterlaufen. Dann hier hinten rum und hier rüber. Ich meine, hier ist auch noch irgendwas. Warte mal, hier ist auch noch eine Quest. Genau hier steht auch noch jemand. Das war, der ist auch schon wieder neu dazu gekommen hier, ne? Ihr da! Ja, ihr! Kommt mal her! Ja, Deflas. Der hat noch einen Auftrag für uns. Ihr wolltet mit mir sprechen? Shh, redet doch leiser! Ihr seid ein bisschen jung, um nicht in den Kommunen zu sein. Warum seid ihr nicht bei eurem Rudel? Deswegen wollte ich mit euch reden. Ihr lauft weg, nicht wahr? Nicht so laut! Mein Name ist Deflas. Ja, ich habe meine Kommune verlassen. Ich versuche, diesen ganzen verdammten Ort zu verlassen, aber dabei brauche ich Hilfe. Ich habe bereits die Papiere gefälscht, die ich dafür brauche, aber sie brauchen ein offizielles Abzeichen. Ohne sind sie nutzlos. Was ist so schlimm an den Kommunen? Ihr meint, abgesehen davon, dass wir miteinander konkurrieren sollen wie ein Schwarm streitender Fledermäuse in der Finsternis? Ich war immer schon gut im Schreiben. Aber wenn jemand meine Hand brechen und meine Aufstiegschancen sabotieren würde, dann würde ich mich ganz unten wiederfinden. Und wisst ihr, was am Ende auf uns wartet? Der Dienst am Reich. Ich will nicht mein ganzes Leben damit verbringen, für einen Windbeutel der Rede Schriftrolle um Schriftrolle vollzuschreiben. Wenn es so schlimm ist, warum versuchen nicht mehr zu fliehen? Der Hohe Vater hat das ganze verdammte System perfektioniert. Die meisten fühlen sich davon noch geehrt. Diese Papiere, die ihr gefälscht habt, was steht darin? Es ist ein Befehl an mich, nach Larache zu ziehen, einem kleinen Dorf am Rand des Reichs. Ich soll die Memoiren eines kranken Bürgermeisters niederschreiben. Nicht, dass solche Details für die Wachen wichtig wären. Solange es überzeugend aussieht, werden sie mich durchlassen und ich kann zur Grenze fliehen. Also wollt ihr, dass ich ein Abzeichen stehle? Nein, der Intellekt würde herausfinden, was da vor sich geht. Hör zu. Ich kenne da jemanden. Er ist Schmied und hat sich auf Fälschungen spezialisiert. Ihr müsst ihn nur davon überzeugen, eine Fälschung zu machen und sie mir bringen. Warum könnt ihr es nicht selber besorgen? Ich kann das Risiko nicht eingehen. Ich war schon einmal beim Schmied. Ich kann es nicht riskieren, dort noch einmal gesehen zu werden. Bitte, niemanden würde es kümmern, wenn ihr dorthin geht. Warum braucht ihr diese Papiere? Warum geht ihr nicht einfach? Man geht nicht einfach so aus Kalabrok weg. Naja, manche können das, aber nicht die Kinder des Hohen Vaters. Nicht einmal die Herrenlosen. Lasst euch nicht von den Wasserfällen und Pilzen täuschen, General. Kalabrok war immer schon ein hübsches Gefängnis. Wenn man keinen offiziellen Befehl hat, der einem das Verlassen der Stadt erlaubt, kommt man nie an den Torwachen vorbei. Na schön, ich werde euch helfen. Nor sei gedankt. Danke. Der Schmied sollte in seiner Werkstatt sein. Ich werde so lange hier warten. Danke nochmal. Was gibt's Neues? Ja, einem Bro in Not den Wunsch abschlagen. Also hier würde ich auch nicht gerne leben wollen. Ich schätze, der Schmied ist nicht da. Aber schaut mal, da ist ein Zettel an seiner Werkbank. Bin auf der Jagd. Das ist nicht sehr hilfreich. Naja, vielleicht ist er später wieder da. Aha, ja gut, okay. In dem Fall kann ich jetzt wohl nicht viel tun. Kommen wir später nochmal wieder, wenn er wieder da ist. Oder aber ich finde ihn irgendwo. Hm. Mist. Alles in Ordnung? Was? Wer? Oh, ein Blassblut. Tut mir leid. Ich hatte nicht damit gerechnet, hier irgendjemandem zu begegnen. Und was macht ihr hier? Oh, ich habe die Melancholie der verlassenen Gebäude bewundert. Bei Noahs Clown. Schon gut. Schaut mich nicht so an. Ich habe ein Ritual durchgeführt und einen Fehler bei der Beschwörung gemacht. Als nächstes waren, zack, überall Untote. Ihr habt so weit abgelegen ein Ritual durchgeführt? Es ist ein guter Ort dafür. Ich wollte der alten Ziege nur zeigen, was ich kann.
Oh hey, ihr seht aus, als hättet ihr Waffen, die gegen Untote helfen könnten. Was sagt ihr? Ich kann euch bezahlen. Angesichts der Lage bin ich überrascht, dass ihr noch hier seid. Was meint ihr damit? Ich kann diese Untoten doch nicht entkommen lassen. Sie würden in die Stadt ziehen und dann käme alles heraus. Warum erledigt ihr sie dann nicht selbst? Erstens sind sie in der Überzahl. Zweitens habe ich nicht einmal eine Waffe. Drittens habe ich noch nie absichtlich getötet. Ich glaube nicht, dass ich gut darin wäre. Aber unabsichtlich, ja? Was genau war das für ein Ritual? Was wolltet ihr erreichen? Ah, das ist nicht wichtig, oder? Es war eine komplexe Beschwörung, nichts weiter. Eine, die die alte Ziege, die mir als Mentorin zugewiesen wurde, von meiner Eignung für den Intellekt überzeugen würde. Typisch. Die Schwachen versuchen immer etwas Waghalsiges, um die Aufmerksamkeit der Kommunen zu erlangen. Was wisst ihr schon? Sie haben mich für die Standhaftigkeit vorgesehen. Standhaftigkeit. Ich weigere mich, ein Pilzfarmer zu werden, aber erst einmal muss ich die ganzen Untoten loswerden. Warum ruft ihr nicht die Stadtwache? Ihr macht Witze, oder? Wenn ich zur Wache gehe, verbannen sie mich dafür in die unteren Ebenen. Ich will kein Herrenloser werden, deswegen bitte ich ja euch darum. Ja, das macht auch Sinn. Also warum man diese Frage überhaupt stellen kann, frage ich mich. In Ordnung. Ich werde mich für euch um die Untoten kümmern. Oh, ich wusste es. Ich wusste, ihr würdet es tun. Hier, dieser Schlüssel schließt die alte Kommune auf. Sagt Bescheid, wenn sie erledigt sind. Ich warte hier. Ja, so wie sie es immer tun, wartest du hier. Das ist mir klar, ja. Aber hier wollen wir so wie... Sorry, schon spät. Hier wollen wir sowieso lang, ne? Ach, das ist auch da drin. Ja, dann, oder? Oder ist es... Geht's um diese Untoten hier? Ich weiß nicht so genau, welche Untoten er... Also, ob das diese ganzen Untoten hier schon alle sind. Sind auf jeden Fall ein paar von denen, aber mit denen werden wir fertig. Gehen wir es an. Klingt gut. Vorwärts. Wohin geht? Macht euch bereit. Eieiei, das sind aber doch schon ordentlich welche. Wie kann man das denn so hart verkacken? Außerdem sind auch viele Blair dabei, die sind halt arschig, ne? Muss viel Damage machen. Okay, that's that. Aber hier wollten wir sowieso rein. Klar, schau ich mir mal. Staubige Luft empfängt euch, als ihr durch das große Portal tretet. Abgesehen von etwas Rost und Schimmelflecken ist das alte Kastenhaus in einem überraschend guten Zustand. Die Hallen lassen jedoch jegliche Wärme vermissen. Hier erwarten euch nur scharfe Linien, Metall und Stein. Es ist schwer, sich auszumalen, dass hier einst Dutzende Kinder lebten. Hier hin. Hier drüben. Schick dich zurück ins Grab. Ihr habt hoffentlich gute Nachrichten. Weiter so. Okay, hier werden wir wohl sehr viel finden. Die Essenz eines rachsüchtigen Geistes. Hoffentlich auch noch irgendwie ein bisschen von diesem Krabbenzeug da und, Mondsilber, keine Ahnung, wo wir das noch finden sollen. Für den komischen Dude da, für den Zwerg. Wir machen auch nicht alle Nebenquests 100%. Also es ist nicht schlimm, wenn wir nicht alle Nebenquests abschließen, ne? Ich würde gerne die meisten Nebenquests abschließen, aber wenn wir ein paar davon nicht, das ist kein Problem. Ich lese auch nicht alle Bücher vor, also es muss nicht 100% sein immer. Ist ja sowieso nicht mein Ziel gewesen. Wohin? Ihr werdet hier alles finden, was ihr braucht. Ein ätherischer Händler. Ja, du kannst mir mal einen ganzen Arsch voll Tränke geben eigentlich, ne? Kommt bald wieder. Wenn man irgendwas gut gebrauchen kann auf seinen Reisen, dann das. Erledigt sie. Zurück ins Grab. Mittlerweile leveln wir auch nicht mehr so krass auf, ne? Weil wir einfach schon so ein hohes Level haben.
General. Weiter so. Immer auch Augen offen halten nach diesen Hinterlassenheiten, die man mit Vinculum, ne, nach diesen komischen Rissen der Dimension, wo man in eine andere Realität kurz gehen kann. Ja, jetzt wollte ich es eigentlich nicht aktivieren. Kostet mich das irgendwas? Nee, kostet auch nichts. Aber danach immer Augen offen halten. Finde die Quelle der Untoten. Oh Gott, das ist sie. Das ist die Quelle der Untoten. Sollte ich wahrscheinlich eher das Ding kaputt machen, als die ganze Zeit weiter gegen die Untoten zu fighten, oder? Aha. Sicher doch. Klingt gut. Jetzt gilt es. Okay. Ja, wir müssen jetzt erstmal Salta kaputt machen und das nach Möglichkeit, ohne dass Iria hier stirbt. Irgendjemand stirbt. Was wird geschehen? Ja. Gut, dass ich vorbereitet bin. Eieiei. Ey, Bro, was ist mit dir? Komm doch mal jetzt. Wie ist der Tank? Wirklich? Macht euch bereit. Alter, willst du mich verarschen? Die kommen schon wieder? Sicher drüben. Ich halte euch die Mistkerle vom Land. Mann! Ach Mann. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ja, wenn die mich die ganze Zeit festnageln, dann töten die auch einen unserer Helden. Das ist auch wohl nicht sehr überraschend. Sicherlich. Ach Mann. Ich könnte einen Heiler gebrauchen. Geht voran. Das bin ich. Heb ihn auf, heb ihn auf. Wahnsinn, Wahnsinn. Die heben ihn nicht auf, aber die zerstören das Ding hier auch nicht. Zerstört das Ding jetzt, verdammt nochmal. Zerstört es. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ja, ich bin auch dauerhaft... Ja, okay. Ja, wir haben ja diese Wiederbelebungsladung. Dann benutze ich... Dann sind wir jetzt halt mal einfach einmal alle gestorben. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ist egal, wir holen uns hier jetzt alle wieder. Das war halt einfach nicht möglich, mich auf das Altar zu konzentrieren und auf die Gegner gleichzeitig. Das waren dafür zu viele Gegner und die haben mich auch ständig gestunt. Das kann man dann einfach nicht schaffen. Das ist seltsam. So. Alle wieder da, die Dinger laden sich ja auch auf. Ja, und jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Ach du Scheiße, aber es sind ja auch... Okay, nee, ich muss da doch nochmal den Weg laufen. Da ist ja zusätzlich auch noch dieser komische hier. Der Leichnamkönig ist da auch noch mit drin. Also das, da ist halt eine Party. Sicherlich. Darauf war ich jetzt auch nicht so vorbereitet, dass da gleich so viele Monster sind. Ja, die Wiederbelebungsladungen dauern lange. Jetzt darf uns hier keiner mehr sterben. Nur sicher zu. Doch. Hier hin. Ach, dieser Gestank. Es muss getan werden. Och, hör auf wegzurennen, du Pussy. Braucht ihr mich? Wird schon schief gehen. Bro, was ist das? Mann, ich hasse das. Was soll die Scheiße? Alter! Was macht er für ein Damage? Aus dem Weg. Bruder, was ist das denn? Was ist das für ein Schaden? Der one-hittet alle von mir. Warum? Warum one-hittet er alle von mir? Das ist doch einfach nur low. Endlich etwas Bewegung. Der one-hittet ja wirklich alles. Sie haben einen unserer Helden getötet. Oh Mann. Luft empfängt euch. Hoffentlich hat der Auto gespeichert, als ich hier reingekommen bin. Ja, hat er. Alter, das ist ja... Das ist ja die beschissenste Höhle hier aller Zeiten, die es im Spiel gibt. Ich weiß gar nicht, wie wir gegen den jemals gewinnen sollen, um ehrlich zu sein. Der ist ja viel zu OP.
Der one-hittet mich halt immer dauerhaft. So ein dreckiger Scheißdreck in dieser Schmutzquest. Ja, das geht sich so aus. Ja? Erledigen wir das. Ewig. Ich höre. Jawohl. Versucht nicht zurückzufallen. Wohin geht es? Genau, was ich gerade gebraucht habe. So, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich auch zwischendurch mal gespeichert, ist ja klar. Ja. Aus dem Weg. So, also wir können auf jeden Fall nicht hier alles gleichzeitig machen, das ist halt das Problem. Die Untoten, die da sind, die müssen jetzt erstmal alle sterben. Gut, dass ich vorbereitet bin. Vorher kommen wir hier echt nicht weiter. Was wollt ihr? Ah, die spawnen immer wieder neu, ne? Kann das irgendwie vielleicht auch sein? Aber dann ist es ja scheiße. Dann habe ich ja gar keine Chance. Ich könnte einen Heiler gebrauchen. Ja, aber warum? Warum denn jetzt schon? Wir haben doch noch gar nicht viel gekämpft. Wieso jetzt schon wieder ein Heiler? Ach, und er ist... Er kommt schon wieder nicht mit. Ich könnte heulen bei dieser Quest. Die ist so scheiße. Wirklich? Na dann. Einfach nur Dreck. Wenn die so OP sind. Wird schon schief gehen. Das ist fucking normal. Das will ich nicht auf hart machen. Wirklich nicht. Das ist ja unmöglich dann. Zinsen auf eure Investitionen. Ich halte euch die Mist. Und die spawnen wirklich immer wieder neu. Was ich hier mache, bringt gar nichts. Es bringt nichts. Heute wird nicht gestorben. Hm? Sicher doch. Nein, geht doch mal da rein. Geht da rein. Warum bleibt ihr da stehen? Komm, rein da. Warum rennen sie auch immer wieder zurück? Das macht auch keinen Sinn. Jemand, verdammt! General, endlich etwas Bewegung! Macht euch bereit! Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Staubige Luft empfängt euch, wenn ihr durch das große Portal tretet. Abgesehen von etwas Rost und Schimmelflecken. Hier entlang! Das Spiel war so gut die ganze Zeit über und jetzt so ein Scheiß. Gut. Wohin geht's? Ich muss die Säulen zerstören. Ich kann ja nicht anders. Es ist ja wirklich. Anders geht's ja wirklich nicht. Sicherlich. Versuch nicht zurückzufallen. Wird schon schief gehen. Hier drüben. In Angriff! Aha. Hervorragend. Ich brauche einen Heiler. Ja, komm doch mal da raus. Bleib da nicht stehen. Ja, ich brauche einen Heiler. Also, es muss getan werden. Sicher doch. In Ordnung. Sie haben einen unserer Helden getötet. Mann! Staubige Luft empfängt euch, als ihr durch das große Portal tretet. Langsam nimmt mir das jegliche Lust, noch weiterzuspielen. Wie kann man denn so eine Scheiße machen? Wieso müssen die immer wieder neu spawnen? Warum macht man sowas? Das ist nicht spaßig und nicht witzig, es ist einfach scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Erledigen wir das. Ja. Ja. Angriff! Ich kann nicht! Ich bin froh, dass es sowas im ersten Teil nicht gab, aber leider haben sie sich im zweiten Teil dann nicht so zurückgehalten. Daran wird schon schief
Ich muss mich konzentrieren. Ganz ekelhaft, ganz ekelhaft. Aus dem Weg. Gehen wir es an. Gut. Und ich bin gut gelevelt und habe gute Items. Das ist wirklich einfach. Untote waren zwar immer schon in der Masse, Untote hat man zwar immer schon dafür gekannt, dass sie in der Masse waren, ne? Aber das übertreibt, damit übertreiben sie hier ein bisschen. Ich bin hier. Das ist ganz ekelhaft hier. Aber jetzt. Jetzt haben wir es ganz gut hingekriegt, aber Irian, ne, die hatte auch eigentlich schon Rüstung an und kriegt trotzdem so hart, die kriegt härter auf den Sack als Reit. So, war es das jetzt mal mit den kleinen Scheißern hier? Endlich etwas Bewegung. Ja, das spawnen schon wieder neue. Gehen wir's an. Ach, ich habe das Ding ja noch gar nicht zerstört. Stimmt. Warte. Vielleicht sollte ich das jetzt mal ausnutzen, dass jetzt wirklich. Dass jetzt wirklich kaum noch welche hier sind. Lass mal ganz kurz chillen. Es ist Wahnsinn, dass Iria dauerhaft nur angegriffen wird. Ja. Vorwärts. So. Jetzt sind erstmal alle weg. Okay, eine Sekunde. Wir speichern neu. Dann muss ich das nicht alles nochmal neu machen. Jetzt muss ich nur noch diesen komischen Dude da besiegen. Aber ist es jetzt nur noch er, oder? Was wollt ihr? General? Okay, jetzt ist es nur noch er. Dann geht's ja vielleicht sogar noch. Diese ganze Masse, die da noch war, ne? Nein, du sollst. Ach. Klingt gut. Er geht halt auf die Backline. Versucht nicht zurückzufahren. Warum? Die Frontline steht, also sie steht doch wirklich vor dir. Die greift dich die ganze Zeit an. Warum sollte man hier nur auf die Backline gehen wollen? So, jetzt haben wir dich aber, du kleiner Wichser, du. Muss ich halt ein bisschen micromanagen hier. Das ist aber jetzt, vorhin war das gar nicht möglich bei den ganzen Massen, die da noch waren, habt ihr ja gesehen. Jetzt ist nur noch er da, jetzt ist es halt nicht mehr so schwer. Komm, jetzt verreck einfach nur noch, bitte. Ja, der macht trotzdem unfassbaren Damage. Gut. Es muss geschehen. Wohin? Hilf mir jemand, verdammt! Boom! So, Level Up kam auch passend, so du kleiner. So. Soll Reit vielleicht einfach mal den Stab von ihm kriegen? Ich weiß ja nicht, ob der dann vielleicht, ob der den benutzen kann so, aber nimm den mal rein. Was ist das? Klar doch. Okay. We did it. Braucht ihr mich? Also, wie ist der Plan? Einmal wird alles durchgelevelt hier. So, kehrt zum Anwärter zurück, bla 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 bla. Findet die Essenz eines rachsüchtigen Geists. Die muss doch hier auch irgendwo noch sein, oder? Aber irgendwie auch scheinbar nicht. Sicher doch. Wirklich? Versucht nicht zurückzufallen. Ist hier keine Essenz eines rachsüchtigen Geists? Hier hin! Da lang? Hervorragend. Weil ansonsten haben wir jetzt erstmal alles hier, ne? Glaube ich. Aber die Essenz eines rachsüchtigen Geistes, dachte ich, ist hier noch irgendwo. Wohin geht es? Aber gut, dem ist dann scheinbar nicht so. In Ordnung. Passt auf, ein Geist. Aha! Ja, okay, das hätte ich ja jetzt wirklich nicht wissen können. Ich muss mich konzentrieren. Alter, der ist ja auch schon wieder so OP. Da macht er Schaden. Hä, hallo? Okay, ich konnte gerade nichts ausfehlen. Ja, und jetzt? Dieser Geist hat gar nichts fallen gelassen. Soll ich jetzt hier nochmal irgendwie durchlaufen? Also ist es so gewollt, dass man nicht durch den Dotstein geht, sondern hier nochmal läuft? Mache ich jetzt einfach mal nochmal, falls hier jetzt auch noch Geister kommen. Hier hin? Sicher doch. Ja. Nee.
Hier sind dann doch wieder keine mehr. Okay, dann gehen wir raus. Aber das, also vielleicht müssen wir wieder zwei, drei Geister bekämpfen, bis der kommt mit der Essenz. So war es ja beim letzten Mal auch. Aber hier drin ist ja dann keiner, oder? Also... Bin ich jetzt hier fertig, oder? Bleib tot, verdammt! Ach so, ja, okay, hier ist noch einer. Was gibt's Neues? Hä, der ist durchgezogen, oder was? Der ist abgehauen, wo ist der? Komm her, Bro. Außerdem haben wir noch einen Schlüssel gefunden und hier ist eine Klappe. Dann sollten wir vielleicht mal hier rein. Wer? Ich bin hier. Was wäre? Interessant. Wer auch immer das war, ist noch lange nicht tot. Sieht aus, als müssten wir uns mit unserem Freund mal unterhalten. Ah! Perfekt! Wir mussten den wieder verbrennen, den Leichnam. Wirklich? Und jetzt haben wir nochmal die weitere Essenz. Ah, perfekt. Wunderbar. Das hat geklappt. Na dann haben wir ja alles geschafft, was wir hier schaffen wollten. Bis auf den Jäger, den wir noch irgendwie, ne? Auf den müssen wir noch warten. Und wir brauchen diesen Krabbenmist noch. Ihr seid zurück. Wie ist das gelaufen? Nun, wir haben uns gerade um die Untoten gekümmert, als wir über etwas Interessantes gestolpert sind. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum dort eine Leiche versteckt war? Ach, Mist. Schon gut. Ja, das war ich. Ich habe das Ritual nicht nur durchgeführt, um meine Mentorin zu beeindrucken. Mein Freund Virus, er wurde ständig von Stimmen geplagt. Als man beschloss, dass er die Hilfe nicht länger wert war, machte man ihn zum Herrenlosen. Ich dachte, wenn ich das Ritual durchführen würde... Ich wollte ihn nicht töten. Bitte sagt es niemandem. Ich habe einen Fehler gemacht, aber... Warum sollte das den Rest meines Lebens zerstören? Ich gebe euch alles, was ich habe, wenn ihr mich nicht verratet. Erzählt mir erst mehr über das Ritual. Was wollt ihr damit erreichen? Es sollte Viros Verstand reinigen. Die Stimmen vertreiben. Es hätte auch beinahe funktioniert. Die Untoten waren die körperliche Erscheinung dessen, was ihn geplagt hat. Ein Reinigungsritual. Und ihr dachtet, ihr könntet das alleine durchführen? Schon gut. Ich weiß ja. Aber niemand wollte helfen. Was ist schiefgegangen? Ich habe bei der Anrufung einen Fehler gemacht. Viros begann zu schreien und zu zucken und dann... nichts mehr. Also habe ich das Erste getan, was mir in den Sinn kam und seine Leiche versteckt. Ich weiß, wie sich das anhört, aber ich war in Panik. Die Untoten waren überall. Bitte, verratet mich nicht. Wir haben eine Abmachung. Das hier wird zwischen uns bleiben. Oh, danke. Danke. Hier. Wie versprochen. Danke. Nun, ich muss mich erst um ein paar Dinge hier kümmern. Danke noch einmal. Hab ich schon. Aber hier nicht. Verleihe Feuermacht für 30 Sekunden Eismacht. Okay. Feuermacht, wie wär's denn mal damit? Ja. Den bekommt Reit. General. Ja, und der ist ja jetzt immer noch nicht da hier. Also dieser Ei, das ist die einzige Quest, die jetzt hier noch bleibt, ne? Darauf warten, dass der Schmied zurückkehrt. Ich schätze, der Schmied ist nicht da. Aber schaut mal, da ist ein Zettel an seiner Werkbank. Bin auf der Jagd. Das ist nicht sehr hilfreich. Naja, vielleicht ist er später wieder da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sollen den suchen gehen. Sollen wir ihn suchen gehen? I don't know. Also, wenn, dann ist er ja irgendwo da, wo... Also in diesem Gebiet hier unten links, wo wir schon mal waren, ne? In dem Sumpfgebiet da. Also wo sonst sollte er auch jagen gehen? Das ist ja auch das Einzige. So alle anderen Gebiete, da waren wir ja jetzt auch schon. Ich suche den hier jetzt noch einmal und wenn ich den nicht finde, dann... Ja, ist egal. Aus dem Weg. Aber vielleicht ist er ja hier irgendwo noch. Weiter so. Klingt gut. Versucht nicht zurückzufahren. Hier entlang.
Ah! Ach, hier ist, stimmt, das Lager der Maulwürfe war ja auch noch so ein Ding. Das habe ich auch total vergessen. Das befindet sich hier. Was gibt es? Wohin geht es? Es muss getan werden. Gott, das sind aber auch viele von denen. Aber die können nicht so gut gegen uns kämpfen hier, das ist das Gute. Boah, Feuer macht. Jetzt hat er hier so einen Feuerstrahl. Ich glaube, der ist echt stark. Ich brauche einen Heiler. Jetzt. Alter! Jawohl. Jetzt gilt es. Bei Elends Regenfällen, sie ist riesig. Oh mein Gott, okay. Was Bewegung. Jetzt wird es aber wirklich langsam ganz schön krass hier. Jetzt noch gegen die, wo wir jetzt gerade schon gekämpft haben. Ich muss mich konzentrieren. Okay, sie ist down. Riesenhöhlenbrutgeweih. Ja, das Geweih will ich jetzt nicht unbedingt als Trophäe mitnehmen. Ich bin nicht stolz drauf, die hier platt machen zu müssen, aber es ist halt wie es ist, ne? Ja. Sicherlich. Ich seh's mir mal an. Oh! Hier hätten wir die Halskette finden können, Leute. Tatsächlich. Wir hätten sie nicht kaufen müssen. Man hätte die Halskette auch finden können. Krass. Okay, es gibt jetzt hier nichts, was uns mehr hält, oder? Jetzt müssen wir die ganzen Quests überall abgeben, wo man sie uns aufgetragen hat. Wie gesagt, eigentlich müssen wir auf den Schmied noch warten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch länger brauchen würde. Ich habe aber keinen Bock, jetzt zu warten und nichts zu tun. Wir sind ja eigentlich fertig hier soweit. Vielleicht kehrt man auch hierher nochmal zurück und dann ist der Schmied doch wieder da. Gucken wir mal. Fürs Erste jetzt werden wir erstmal abhauen, aber wir kehren bestimmt irgendwann nochmal zurück. Wir haben aber unser Soll und Muss hier erfüllt und uns um alles gekümmert, was man uns aufgetragen hat. Genau, im Scharlachmoor geht's weiter. Wir müssen auf jeden Fall nochmal nach Windholme. Da gab es nochmal zwei Quests abzugeben. Und der Rest ist dann, glaube ich, in Grauschanze. Ist ja auch geil. Stell dir mal vor, du bist so die Königin und dein General, der hat eigentlich gerade zu tun, kommt aber zwischendurch nochmal nach Hause vorbei, nur mit ein paar Leuten zu sprechen und nochmal ans schwarze Brett zu gucken. Würde ich mir auch denken, what the fuck. Ey, der Lindwurm ist geschlüpft. Der benutzt den tatsächlich, für das Feuer, für die Waffen. Ist ja krass. Wohin? Seid mir erneut gegrüßt. Hier sind die Dinge, die ihr wolltet. Ja, damit kann ich arbeiten. Aber etwas Geduld. Unter Zeitdruck kann ich nicht meine beste Arbeit liefern. Hier, bitte. Nutzt es weise. Ich würde gerne etwas in Auftrag geben. Oh ja, ich habe mit ein paar Entwürfen herumgespielt. Ich habe allerdings noch nicht alles da, was ich für die Arbeit brauche. Und da kommt ihr ins Spiel. Bringt mir, was ich brauche. Und ich kann mit der Arbeit anfangen. Hier ist die Liste. Oha. Legen wir das Set hier mal an. Mal gucken. Ich gehe dann mal. Gut. Wir sehen uns. Der Schleim eines Nidari-Vaters brauche er als nächstes. Dann kann er uns noch weitere Sachen machen. Das ist ja ganz cool. Wenn wir einen Angriff abwehren, dann heilen wir uns um 134. Das ist krass. Das ist sehr nice. Alter, wir leuchten jetzt auch so richtig krass. Ich glaube, das war vorher auch nicht so. Ah, ihr seid zurück. Bitte sagt mir, dass ihr gute Nachrichten habt. Euer Sohn und sein Freund haben es nach Kalabrok geschafft, waren aber wieder weitergezogen, als ich dort ankam. Ich habe hier diesen Brief, den er euch schicken wollte. Bitte. Noch einer? Nun, danke, dass ihr ihn mir gebracht habt. Ich habe immer gesagt, die Oberfläche wäre gefährlich. Nun, lasst mich mal. Moment. Etwas stimmt nicht.
Dieser Brief, er ist von Ida unterschrieben worden. Und die Schrift sieht nach ihm aus. Aber er klingt nicht nach ihm. Es tut mir leid, euch um einen weiteren Gefallen zu bitten, aber könnt ihr meinen Sohn finden und nach Hause bringen? Willst du mich verarschen? Ich fürchte, da stimmt etwas nicht. Gut, ich werde ihn finden. Erwähnt ihr in dem Brief, wohin sie wollten? Oh, danke. Im Brief steht dazu nichts. Aber es gibt einen Abschnitt, wo er sich über den Wind auf einer offenen Ebene beschwert. Das klingt nach der heulenden Steppe. Ihr kennt also den Ort? Dann sucht bitte dort zuerst. Da war ich doch schon. Bringt meinen Sohn zu mir nach Hause. Oder? War ich da nicht schon mal? Doch, ja klar, waren wir da wegen dem Lindwurm ein, ne? Das ist übrigens die Statue aus Mondsilber von Arrakis scheinbar. Haben wir jetzt eigentlich noch selber Mondsilber gefunden gehabt, was ich ihm geben könnte? Nee, ne? Nee. Gut, dann sind wir hier fertig und es geht für uns nochmal zurück nach Königsbeck. Also Grauschanze. Dort nochmal kurz Quests abgeben. Das können wir jetzt alles noch erledigen, damit wir im nächsten Part gleich wieder rein starten können. Dann holen wir seinen Sohn zurück. Gucken, ob der Schmied bis dahin wieder da ist irgendwie oder ob wir da nochmal zurück müssen. Ob wir da nochmal diesen Krabbenmist gefunden haben. Und dann geht's nach Scharlachmoor oder irgendwie so hieß das, ne? Was braucht ihr? Ja. Boah, jetzt sehen wir wirklich krass aus mit der Rüstung. So, wo sind denn jetzt noch? Wo sind denn jetzt noch Plünderer, hä? Banditen, oh! Klingt vielversprechend. Im Scharlachmoor, da wollen wir eh hin, beim Auge. Nehmen wir natürlich alles an. Wenn wir da eh lang kommen, dann können wir die Banditen da auch platt machen. Bergol, ich hab die Essenz. Wenn das nicht die kümmerliche Blasshaut ist. Ja? Warum hast du nicht dein. Warum hast du nicht dein Amulett an? Habe ich das mal aus Versehen abgelegt? Warte mal, wo ist mein Amulett? Das sollst du anhaben. Guck mal, das ist. Hast du auch viel mehr Lebenskraft und Resistenzen, wenn du das anhast. What the fuck? Ich muss das aus Versehen abgelegt haben. Eigentlich soll er das immer tragen. Ich habe die Essenz beschaffen können. Hier. Hervorragend! Ich brauche nur einen kurzen Moment. Wir könnten nochmal die Lebenskraft erhöhen, wenn wir den Angriff abwehren und unsere Abwehrchance nochmal ein bisschen erhöhen. Oder blutsaugender Schlag. Ja, nehmen wir den blutsaugenden Schlag, definitiv. Tada! Eine wahre Schönheit. Wie immer. Life Leaps. Lasst mich noch ein paar Nachforschungen anstellen. Ich habe das Gefühl, dass diese Schönheit ihr volles Potenzial noch nicht erreicht hat. Ich muss weiter. Ja, ja. Wie immer ihr wollt. Zurück an die Arbeit. Was braucht ihr? Ja, krass. Auf jeden Fall geil. Also jetzt haben wir ordentlich Upgrades gemacht. Ich glaube, jetzt sind wir nochmal viel stärker geworden als vorher mit all dem, was wir jetzt haben. 10% Abwehrchance, 10% kritische Trefferchance. Ja, alles, was wir jetzt hier noch an Quests und so weiter haben, ist dann in Gebieten, wo wir nochmal hinkehren werden. Wo wir nochmal zurückkehren werden oder Dinge, die wir halt noch nicht gesammelt haben. Und in dem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin und ciao.